Let us know. Ja, also schon lang. Mein Name ist Hasselow. Es geht um zwei Menschen, die im Moment von unserem Justizsystem weggestellt werden in psychiatrischen Anstalten, die in völliger friedlicher Mission hier in Österreich sich aufhalten, anhand von Sitte und Moral leben möchten und sie genötigt werden, sich einem Rechtssystem zu unterwerfen, das sie eben wie jetzt wegsperrt. Hier geht es um Menschen, die sich als souverän erklärt haben. Souverän heißt, Mensch zu sein, in allen Pflichten und alle Handlungen auch pflichtbewusst darzustellen. Das heißt, ein Souverän schlicht wie ein Politiker in Österreich, der etwas verspricht und der etwas hinausgibt und dann nicht hält. Nein, im Gegenteil. Der Souverän ist derjenige, der auch seine Handlungen vorher überlegt, bevor er etwas tut. In diesem Sinne sind wir heute auch hier. Nur leider kurz, weil wir heute Abend noch Filmaufnahmen haben, um einfach die Menschen aufzurufen, in Frieden und in Harmonie auch für so etwas einzustehen, wenn Menschen in einem sogenannten Sozialsystem in Österreich es immer noch möglich ist, Dinge zu tun, Menschen zu besachaltern, obwohl sie 100% klar ihrer geistigen Kräfte sind, was von medizinischer Seite belegt werden kann, aber leider werden keine Dokumente ausgehändigt. Es herrscht Schriftverbot mit einem Verzeihen. Und ich finde das auch schon massiv verbrochen. Jetzt würde ich gerne verstehen, warum glaubst du, dass die Behörden so reagieren? Da gibt es ja immer tiefere Gründe, warum etwas passiert. Was ist das Problem? Es gibt offensichtlich eine Ebene des Missverständnisses. Nennen wir es mal so. Was ist das Missverständnis? Also das Missverständnis, das im Moment leider durch die Medien gezogen wird, ist, dass verschiedenste Dinge in einen Topf geschmissen werden, einmal gerichtet. Und dann heißt es, alles gehört zusammen. Das ist nicht so. Es gibt grundlegende Unterschiede, wie jetzt gerade in den Medien behauptet wird, Freeman-Bewegung, OPPT-Bewegung, alles ist eins. Damit wir das mal klarstellen. OPPT steht für One People's Public Trust. Das ist eine Firma. Hier reden wir nicht von einer Bewegung, sondern von einer Behörde, die installiert wurde und deren Vorstand aufgelöst wurde, damit diese Behörde keine Rechtswirksamkeit und keine Gesetze, die installiert wurden, mehr löschen kann. Damit auch darauf Menschen weiter käuflich oder abwandelbar, wie auch immer beeinflussbar sind, wurde eben dieser Vorstand aufgrund dieser Sicherheitsgründe aufgelöst. Wo wurde diese Firma gegründet und dann auch aufgelöst, also der Vorstand aufgelöst? Also das Ganze passiert in Washington D.C. Und zwar Washington D.C., muss man auch wissen, gehört nicht zu den USA, sondern ist einer von drei Stadtstaaten auf dieser Welt, die sich gewisse Rechte teilen. Vatikan bekam den Glauben, City of London bekam die finanziellen Geschichten und in Washington D.C. sitzen Behörden, Governments und. Zufälligerweise aber auch die amerikanische Regierung, eigentlich aus dem Ausland ein Land regiert, in dem sie gar nicht ist. Aber das ist eine andere Geschichte, da möchte ich auch gar nicht mehr reingehen, sondern es geht wirklich darum, hier sind Behörden anhand von Menschenrechten gegründet worden, anhand von Handels- und Seefahrtgesetzen gegründet worden, wie die UCC. Die UCC ist nichts anderes wie ein Gesetzinstrument, in dem gewisse Richtlinien hinterlegt sind, und zwar international. Genau, UCC steht für Universal Uniform Commercial Code und steht für Seefahrtsrecht und Handelsrecht, für das Internationale. Nur alle Staaten, die unter diesen Flaggen agieren und Gesetze, die man übernommen hat, haben immer noch Sicht, um dieses Gesetz zurückzuhalten. Dort wurde auch ein Gesetz installiert, das kann bitte wirklich jeder nachlesen.
wo alle Sparten ihrer Mächte gefunden sind. Aber auch auf das möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen, aber das ist wieder ein spezielles Thema. Es geht hauptsächlich im Moment um die Freeman, die wir hier leben, anhand der kanadischen Freeman-Bewegung leben. Es werden im Moment mit den Amerikanern verglichen, die leider Gottes mit Negativschlagzeilen in die Werbung gehen, von denen distanzieren wir uns sehr, sehr krass. Also Freeman heißt ein Mensch, der alle Pflichten übernommen hat, um ein Leben in Respekt mit Tier, Natur und Mensch zu führen. Und der Mensch führe ich hier wirklich als letztes ein, weil im Moment verhält er sich genauso auf dem Planeten, leider. Möchtest du noch was dazu sagen?